Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie noch so zahlreich da sind. Mal gucken, ob es am Ende auch so ist. Das ist nämlich harte Sache hier. Ist mein Schlips mal gepackt, wie so ein Weihnachtsbaum laufe ich hier rum. Gut, es geht also um die Physik, zunächst mal um grundsätzliche Probleme der Physik, denn man muss die Probleme analysieren, wenn man sie lösen will. Man muss überhaupt erst mal die Probleme sehen, ja? Und deshalb hören Sie hier erst mal Dinge, die Sie in keiner Vorlesung und bei keinem Vortrag irgendwo, auch im Internet, hören, weil keiner von den sogenannten Fachleuten und Fachprofessoren überhaupt die Probleme anspricht. Wenn man sie mal ein bisschen anbohrt, privat kennt, dann sprudeln sie, dann wissen sie über die Probleme. Aber sie thematisieren es nicht und schon gar nicht in Vorlesungen, weil die Studenten sollen ja eigentlich lernen, Trichter drauf, reinfüllen, abfragen und dann eine Note. Also, dass die selber mitdenken, ist da vielleicht gar nicht so gefragt. Ich sehe das ein bisschen anders und da fangen wir mal gleich an mit einem Grundprinzip der Physik. Vielleicht ist es das älteste und das grundlegendste Prinzip der Physik überhaupt, nämlich die Kausalität. Denn unsere gesamte Physik fußt ja darauf, dass wir Ursachen und Wirkungen betrachten. Das heißt also, dieses gehört zusammen. Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung? Nur in der Kausalität lässt sich etwas herausarbeiten, wie zum Beispiel ein physikalisches Gesetz. So, jetzt haben wir zwei Ansätze, nämlich den quantenphysikalischen Ansatz oder den feldtheoretischen. Der quantenphysikalische Ansatz ist der jüngere. Das ist der, der sich mit der Quantenphysik dann rausgeschält hat. Seit 100 Jahren haben wir das. Und diese sehen die Ursache in den Quanten und die Felder sind sozusagen die Wirkung der Quanten. Also alle Felder, die wir haben, sind eine Wirkung der Quanten.